Hallo miteinander, freut mich, dass ich da sein darf und euch einen Speech geben darf heute. Ich möchte, dass ihr euch eine ganz gewisse Situation vorstellen. Stellt euch vor, ihr seid 38-jährig, ihr seid Spitzensportlerin oder Spitzensportler, habt eine sehr erfolgreiche Karriere gehabt und der Rücktritt ist da. Ihr habt genug Geld verdient, es liegt schon etwas auf dem Konto, ihr habt keinen Druck. Ihr könnt die Füße auf den Tisch legen, ihr könnt auf der Couch legen, so viel ihr wollt. Und ihr könnt eigentlich den Rest vom Leben nur noch Ferien machen. Das klingt gut, gell? Nicht für mich. Für mich ist das nicht die Vorstellung von einem idealen Leben. Ich persönlich habe nie wollen zurücktreten. Ich war eigentlich gezwungen für einen Rücktritt. Wenn es nach mir geht, ich wäre Ski gefahren bis 65. Aber leider ist das nicht möglich. Ich bin aufgewachsen in den 70er Jahren und wenn ich jetzt durch die Runde schaue, ich glaube, ein paar Leute können das mitempfinden, wie das war in den 70er Jahren. Ich sage nicht, ihr seid alt, aber es hat sicher ein paar ältere Semester rum. Und als ich aufgewachsen bin, hat es nicht viel Ablenkung gegeben. Wir hatten einen Fernseher mit 5 TV-Sendern, alle schwarz-weiß, und auf 4 davon ist immer das Gleiche gekommen. Ich hatte keine Playstation gehabt. Haben keinen Computer, kein Smartphone, kein Social Media, das hat es alles nicht gegeben. Und sehr zum Leidwesen von meinen Eltern hat es auch noch kein Ritalin gegeben, weil ich bin gesegnet mit unglaublich viel Energie und meine Eltern haben ziemlich schnell graue Haare bekommen wegen mir. Aber was wir hatten, ist eine Haustür und eine Nachbarschaft mit sehr vielen Kindern. Und so bin ich bei Wind und Wetter draußen und bin meine ganze Energie losgeworden. Und als ich ein bisschen älter geworden bin, habe ich gefunden, ja gut, ich probiere es einmal in verschiedenen Sportvereinen aus. Angefangen habe ich mit Schwimmen, was mir schon noch getaugt hat, aber ich bin eher der kommunikative Typ und Kameradschaft und viel Quatschen. Und die ganze Zeit den Kopf unter Wasser heben, es hat mir nicht so entsprochen. Ich habe Badminton gespielt, aber ich bin komplett talentbefreit bei jeglicher Sportart mit einem Ball. Und darum, Fußball ist auch nicht mehr für mich. Ich habe Karate gemacht, aber ich kann nicht schlagen. Und ich habe Judo gemacht und es hat mir eigentlich schon noch gefallen, bis ich dann die erste Meisterschaft mitgemacht habe, die Liechtensteinische Jugendmeisterschaft. Und meine erste Gegnerin war ein 12-jähriges Mädchen. Und der Wettkampf habe ich dann verloren. Und somit war Judo auch nicht so cool gewesen. Und ich habe BMX gemacht und das hat mir auch getaugt, weil da ist man verdossen und hat so eine Bahn und die Wellen und grandios. Aber ich habe am Start immer die anderen vorgelassen, weil ich es nicht so mögen, wenn sie nicht mir sind. Und mangels Erfolg habe ich auch das aufgegeben. Und der Kollege hat mich dann mit in den Skiclub. Und das hat mir getaugt. Meine Eltern waren nicht so sportbegeistert. Sie waren rasig, ja, wenn du Skifahren willst, der Skibus fährt am Mittwochnachmittag und am Wochenende jetzt mal in das kleine Skigebiet mal bauen. Also musst du dich selber organisieren. Und das habe ich gemacht. Und was mir getaugt hat, einerseits, dass meine Eltern nicht dabei sind. Und andererseits, das kleine Skigebiet, das wir haben, das war für mich wie ein Spielplatz. Und ich hatte ein Talent. Ich hatte ein Gespür für den Schnee. Und in dem Moment ist ihr eine Idee geboren worden, ein Traum. Ich will Skirennfahrer werden. Und aus dem Traum ist dann irgendwann ein Ziel geworden. Ich habe Blut, Tränen, Schweiß, alles investiert, die bekannte 10.000 Trainingsstunden, die man immer sieht, bis man es schafft. Und ich muss auch zugeben, der Weg ist nicht immer linear nach oben gegangen. Es hat Zeiten gegeben, wo mein grosses Idol aus dem Liechtenstein, ein Gesamtweltcup-Sieger, ich sage den Namen nicht, wo er zu mir gesehen hat, ich hätte gescheiter Liegestuhl vermieten in Saint-Tropez, weil aus mir würde ich nie etwas. Aber ich bin dran geblieben, ich habe hart trainiert und im Alter von 25 Jahren habe ich es endlich geschafft, in den Kreis der weltbesten Skifahrer und das in der technisch anspruchsvollsten Disziplin im Riesenslalom. In einer Sportart, wo 99,5% von allen, die es probieren, scheitern. Und das Leben war geil. Ich habe meinen Traum leben dürfen. Das Leben auf der Überholspur. Weltcup-Podest, Medaillen habe ich gewinnen dürfen. Es war außerhalb der Wohlfühlzone, aber für mich persönlich ist es einfach nur, ich habe mich so wohl gefühlt. Das war das, was ich immer wollte. Aber vor allem die Spitzensportler unter uns, die wissen, dass Spitzensport nicht nur immer Sonnenschein ist und zwitschernde Vögel und Siegesfeiern nach und nach,
sondern die Realität ist eher, dass man unglaublich viel leiden muss, dass man Schmerzen ertragen muss. Ich hatte dauerhaft kalte Füße. Ich bin manchmal aufgewacht irgendwo bei einem Arzt auf dem Schragen. Ich hatte Verletzungen, ich hatte Knochen gebrochen, ich hatte Reha. Ich habe ein paar von meinen Teamkollegen gesehen, die sich unglaublich schwer verletzt haben und einzelne sind sogar gestorben. Das Leben von einem Spitzensportler. Ich glaube, jeder Spitzensportler hat eine hohe Toleranz für Schmerz und Leidensfähigkeit. Und was ich auch gelernt habe, ich habe gelernt, verlieren. Ich habe rund 300 Weltcuprennen gefahren und bin, wenn du es richtig sehe, die 4 gewonnen. Also habe ich 296 Mal verloren. Verlieren ist ein Teil vom Spitzensport. Aber wie kann man überhaupt das Glück und die Emotionen nachher richtig geniessen, wenn man das nie lernt, mit Niederlagen umzugehen? Wenn man enttäuscht ist, wenn man Ärger hat, wenn man sich schämt, wenn man frustriert ist. Und ich kenne keine Gattung außer Spitzensportler, die so gut lernen, wie man mit einer Niederlage umgeht. Als ich etwa 37 Jahre alt war, kam eine junge Generation nachher, die sehr respektlos war und mir langsam um die Ohren gefahren ist. Und ich musste, nur um mit denen noch mitheben zu können, die letzten 5% noch ausgraben. Bis dorthin habe ich mit 95% von meiner Risikobereitschaft sehr erfolgreich sein. Aber plötzlich musste ich die letzten 5% anzapfen. Und ich rede nicht von außerhalb der Wohlfühlzone, sondern ich rede von einer tiefroten Gefahrenzone. Und das in einem Extremsport, weil ich ja mittlerweile angefangen habe, Abfahrt zu fahren. Das hätte ja unbedingt sein müssen. Und als ich so immer ans Limit bin, ist irgendwann die Angst dazugekommen. Ich habe nur die Schnelllinie gesehen auf einer Abfahrt, sondern ich habe mehrheitlich Sturzräume gesehen. Und Angst ist in diesem Sport ziemlich ein schlechter Begleiter. Das Ganze macht mental müde, es zehrt aus. Und wenn man nicht ein bisschen auf sich achtet, früher oder später, stellt es einem auf. Und das ist mir passiert. 2009, ich war 37 an der Weltmeisterschaft in Val d'Isère, bin ich der Ansicht gesehen, dass ich einer der Mitfavoriten bin für den Titel. Es wäre König gewesen von meiner Karriere, Abfahrtsweltmeister. Und vor allem, weil zwei Jahre zuvor an der WM bin ich in der letzten Zwischenzeit unterwegs zu einer fixen Medaille, bin ich auf der Latz gefallen. Und das passiert mir damals nur, habe ich gedacht. In allen drei Trainingsläufen vor dieser Abfahrt bin ich immer unter den ersten drei gewesen. Und mein Ziel war, die Medaille, die muss meinen Namen tragen. Aber am Morgen vom Rennen, als ich aufwache, habe ich gemerkt, das war alles zu viel. Als ich aufgewacht bin, hatte ich so einen Felsbrocken auf der Brust. Und ich konnte mit dem Druck nur umgehen. Und ich bin im Bett gelegen und hatte noch den Wunsch, schnell meine Tasche zu packen und abzuhauen. Bis meine Coaches überreissen, dass ich nicht auf der Piste bin, bin ich vielleicht schon stundenlang weg. Das Alberwild draussen. Das Telefon ausgeschaltet, auf dem Beifahrer sitzen, dann kommt es niemand mit über. Aber das wollte ich nicht. Weil ich wusste, wenn ich jetzt nicht einen Schritt nach dem anderen mache und da rausgehe, dann würde ich mir das den Rest vom Leben vorwerfen. Also habe ich einen Plan gemacht. Ich mache einen Schritt nach dem anderen. Ich schaue nicht das grosse Bild an, sondern ich mache einen Schritt nach dem anderen. Ich bin mal aufgestanden und habe mich angelegt. Da ist noch gegangen. Ich bin jetzt morgen essen, bin retour gekommen, habe meine Skikleider angelegt. Das sind alle Schritte, die gegangen sind. Ich bin raus auf die Piste, habe besichtigt, bin einfahren gegangen, einen Schritt nach dem anderen. Und irgendwann bin ich da gestanden, in dem Startgelände, habe mich null aufgewärmt. Und mein Teamkamerad Carlo Janka kommt zu mir, schaut mich an und sieht, etwas ist nicht in Ordnung. Und sieht, hey Büchs, ist alles klar? Nein, ist nicht klar, ich kann das nicht, der Druck einfach, ich kann das nicht mehr. Aber er hat mir so selbst auf sich schauen und alles, was er zu mir gesehen hat, ist, hey, reiss dir mal Zimmer. Irgendwie habe ich es in das Starthaus geschafft, ohne aufwärmen.
Und rund 10 Sekunden vor meinem Start macht der Startrichter das Tor zu und in meinem Kopf macht es Klick. Und ich bin raus zu dem Starthaus wie eine gestochene Sau. Gefetzt, als ob ich die Ski unter meinen Füßen gestohlen hätte. Vollgas, natürlich habe ich dort und da Fehler gemacht. Und als ich die Ziellinie überquere, steht dort ganz fett ein Vierer. Der dümmste Rang, wo man an einer WM überhaupt erreichen kann. Vierter Rang, gerade neben dem Podest. Und ob jetzt das 3 oder 500 sind, ist mir im Nachhinein sowieso wurscht. Ich habe den Medienmarathon gemacht im Ziel. Und wo alles durch war, habe ich mich umgedreht und bin über eine Gerüste hingelehnt. Und mir sind noch Tränen nachgelaufen. Das ganze Kartenhaus ist zusammengefallen. Skifahrerkollegen sind gekommen, oh, schade, ha, vierter Rang und so. Aber das war mir wurscht, der vierte Rang. Ich kann den Druck nur standhalten. Das war ein Problem. Das habe ich realisiert. Am nächsten Tag bin ich auf Zürich gefahren, Zürich Flughafen. Ich habe meinen Coaches gesehen, ich brauche eine Woche Auszeit, ich muss eine Woche weg. Ich habe ein Ticket gekauft auf Miami, beim Flieger gehockt, bin angekommen in Miami, bin raus in einem Taxi, für einen Strand, sehr beste Beachhotel habe ich genommen, Taschen ins Zimmer geworfen und bin für eine Poolbar. Dunkel ist es schon gesehen und ich bin in der Liegestuhl hingelegen und in meiner Hand habe ich den grössten Mojito gehabt, den man sich vorstellen kann. 36 Stunden nach dem Rennen. Und dort habe ich eine Entscheidung gefällt. Ich würde zurücktreten. 37, es ist langsam Zeit. Aber ich mache noch eine Saison. Eine, setze ich noch drauf, das schaffe. Nochmal richtig geniessen, alles aufsaugen. Das Sommertraining, auch wenn es noch so hart ist. Auch wenn ich noch so fest mich übergeben muss, weil es hart ist. Es macht nichts. Ich mache es noch ein Jahr. Und bei jeder Weltcup-Station, wo ich vorbeikomme, geniesse ich es. Ich hatte noch das Glück, dass ich in meiner Abschlusssaison am Lauberhorn nochmal aufs Podest schon. Ein grosses Ziel, das ich erreicht habe. Und ganz am Schluss, im Weltcup-Finale, habe ich dann, weil ich schon lange dabei bin, vom Internationalen Skiverband, von der Regie, habe ich ein extra Fenster rübergekommen, um meine letzte Fahrt zu gestalten. Und dann habe ich angelegt, schön in einem Anzug, feiner zu wirren. Mein Servicemann hat zwar alle gefunden, die letzte Fahrt muss ich im Bohrrad-Badeanzug fahren. Lieber nicht. Und so bin ich die letzte Fahrt gefahren. Am Start haben wir noch Champagner getrunken, Tränen sind nachgelaufen. Und während der Fahrt habe ich immer wieder angehalten und habe Coaches und Leute, die ich kannte, habe ich die Hand geschüttelt. Und als ich ins Ziel kam, es war einfach eine riesige Party. Ich habe 3 Liter Bier bekommen. Und Familie war dort, Freunde waren dort. Und wir haben das gefeiert. Und gerade nach dem Rücktritt ist der gesamte Druck weggefallen. Es war wie Flitterwoche. Honeymoon Phase. Und einen ganzen Sommer lang habe ich einfach das Leben genossen. Ich bin viel gereist, ich habe noch nie so viele Kilometer mit der Harley gefahren wie damals. Und ich hatte einfach null Druck gehabt. Und als die neue Saison angefangen hat, hocke ich daheim auf dem Couch und schaue die erste Weltcup-Abfahrt. Die erste, wo ich nur am Start stand. Lake Louise. Und ich hocke dort und schaue einem Läufer nach dem anderen zu und spüre genau, was sie spüren. Und in dem Moment laufen mir nur noch Tränen übers Gesicht. Weil ich gewusst habe, das, was die spüren, würde ich nie mehr spüren. Das würde ich nie mehr fühlen, was die dort empfinden. Ich würde das nie mehr haben. Ich habe mich gefragt, würde ich jemals etwas finden, was das ersetzt, wo mir genau die gleichen Gefühle gibt? Und was könnte das sein? Als Spitzensportler 2 Jahrzehnte lang bin ich dauerhaft gemessen worden in Zahlen. Und ich glaube, allen Spitzensportlern da hinten ist das bekannt. Wir werden gemessen an Zahlen, dauerhaft. Wie viele Trainingsläufe habe ich gemacht? Wie viel Gewicht habe ich gelopft? Wie viele Wiederholungen habe ich gemacht? Wie tief bin ich gegangen? Wie viele Sätze habe ich gemacht? Welchen Rang habe ich gemacht? Wie viel Vorsprung? Wie viel Rückstand? Zahlen definieren einem Spitzensportler am Ende des Tages, bin ich erfolgreich gewesen oder nicht. Aber nach meiner Karriere auf einmal sind keine Zahlen mehr da.
Ich kann mich erinnern, am ersten Sommer nach meinem Rücktritt habe ich mal einen Vortrag gehalten und am Schluss bin ich zu dem, der mich engagiert hat, bin ich her und sage, und, wie war es? Und dann sagt er, sehr gut. Und sage ich, was sehr gut? Gib mir eine Zahl, gib mir eine Note, gib mir einen Rang. Bin ich der Weltbest oder bin ich der Zweitbest? Zahlen haben definiert, ob ich erfolgreich bin. Aber was ist Erfolg, wenn keine Zahl da ist? Was ist Erfolg? Und sind es nur Zahlen, die mich definieren? Und dann ist die eine große Frage vorgekommen. Die eine große. Wer bin ich? Wer bin ich? Und warum hat mich Skifahren so erfüllt? Ich glaube, es hat Wochen gebraucht, bis ich festgestellt habe, was es ist. Und sehr wahrscheinlich habe ich dazumals in Miami, in dem Stuhl, wo ich gehockt bin, in den Nachthimmel aufgeschaut habe, mit einem Grinsen auf meinem Gesicht, das grösser war als mein Mojito, ich glaube, da habe ich es schon gewusst. Okay, 36 Stunden vorher, WM 4. Ja, enttäuschend, ein mentaler Zusammenbruch, ja, aber ich habe mich so lebendig gefühlt. So richtig lebendig. Und das ist das, was als Spitzensportler ausmacht. Vom Morgen, wo du aufstehst, an einem Wettkampftag, bis am Abend, wo du ins Bett gehst, erlebst du eine unglaubliche Achterbahn. Und lassen wir mal die Medaillen und Sieg und Erfolg und Aufmerksamkeit und das Geld, das man verdient, lassen wir alles mal weg. Am Ende des Tages, das Einzige, was man mit ins Bett nimmt, sind die Emotionen. Wir sind alle Treiber von Emotionen. Und Emotionen sind das grösste Abenteuer, das man erleben kann. Und ich gehe so weit, dass ich sage, Emotionen sind mit Abstand der grösste Motivationsfaktor für einen Spitzensportler. Aus welchem Grund setze ich einen Spitzensportler so hohe Ziele, wo er weiß, ich muss 10'000 Stunden dafür trainieren. Der Weg ist unglaublich hart, um das zu erreichen. Warum machen wir das? Nicht, weil es uns wurscht ist, sondern weil wir im Kopf die Vorstellung haben, wenn ich es denn schaffe, das muss sich so genial anfühlen. Und genau darum machen wir es. Und jetzt ist die Frage, nach dem Rücktritt, für was machen wir es? Warum gehen wir weiter arbeiten? Die Frage ist, wie wollt ihr euch fühlen nach dem Rücktritt? Was ist das Gefühl, das ihr erleben will? Die Emotion, die ihr anstrebt nach der Karriere? Und ich habe mich genau das gefragt. Wie will ich mich fühlen? Mein Vorteil ist, ich bin kommunikativ, ich kann quatschen. Mein Teamkamerad Didier Güsch hat mich intern immer Tante Trudi genannt, in Anlehnung an Trudi Gerster. Ich habe die ganze Zeit bla 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 bla. Und die Idee für mich, vor Leuten zu stehen und etwas zu erzählen, mit allen Emotionen von der Aufregung, Adrenalin und Nervosität, und glaub mir, ich bin nervös jetzt, und die Idee, eine Chance zu haben und zu liefern, die habe ich emotional so herausfordernd gefunden. Ich habe sogar Tests gemacht im Fernsehen vor der Kamera, mit einem Knopf im Ohr, und dann höre ich so 3, 2, 1 und ein rotes Licht geht an. Wuhu! Für mich persönlich ist das etwas, was mir enorm viel gibt. Und das Beste daran ist, es befriedigt nicht nur mich und meine Gefühle, sondern ich habe die Chance, um eine gewisse Nähe aufzubauen, Brücken zu bilden und mit meiner Funktion als Experte für Ski Alpin im deutschen Fernsehen kann ich all das Fachwissen, das ich gelernt habe, kann ich weitergeben. Ich kann Emotionen schüren und hoffentlich viele Leute inspirieren mit mir eine Leidenschaft für diesen schönen Sport. Das Leben geht manchmal anders und als Spitzensportler ist ein Rücktritt ein ganz gravierendes und einschneidendes Erlebnis. Aber es steht jedem bevor. Idealerweise kann ein Spitzensportler den Moment von seinem Rücktritt selbst entscheiden. Wenn es nicht so ideal läuft, ist eine Verletzung da, die das Ganze beendet. Oder die Resultate sind nur noch so gut, man fliegt zu einem Kader raus und irgendwann realisiert man, es geht nur weiter und man hört auf.
Aber die Frage ist, nach dem Rücktritt, wo wollen wir hin? Und was kommt nachher? Für mich stellt sich immer die Frage, und das ist das, was ich gerne mitgebe, lasst ihn in euch hin und suchen die Emotionen, die ihr gerne spüren möchten nach eurer Karriere. Weil nach eurem Rücktritt sind all die Charaktereigenschaften, die euch auszeichnet haben als Spitzensportler, sind die Eigenschaften, die euch in eurem Leben als Mensch weiterhin begleiten. Und zusammenfassend auf Englisch: Even if the race is over, you never retire from being who you are. Danke vielmals. Ja, herzlichen Dank, Marco, für den sehr emotionalen Speech. Wunderschön, wie du mindestens mich, aber sicher auch euch berührt hast. Du hast gesagt, du hast den Traum können leben, du hast dich wohlgefühlt. Hast das Gefühl jetzt auch nach dem Spitzensport wieder so ähnlich mindestens können finden oder leben? Ja gut, im Rückblick, wenn man zurückgetreten ist, ist das mit dem Wohlfühlen meistens ein bisschen übertrieben, weil im Nachgang sieht es alles viel schöner aus, als es damals gesehen ist. Wenn du mich damals gefragt hättest, wie ist das im Stadt, in Kitzbühel zum Beispiel, Wohlfühlen ist einmal schon nicht angesehen. Mhm. Ich bin Typ, wir sagen Emotionen enorm viel, ich lebe von Emotionen. Und vielleicht in einer weniger gefährlicheren Form, wenn ich darf, einen Speech geben, wenn ich darf im Fernsehen auftreten als Experte oder so, kann bei mir Emotionen, fühle ich mich jetzt mal wohl dabei? Nein. Ja. Aber das macht es für mich spannend. Ja. Was ich auch spannend gefunden habe, ist, wo du beschrieben hast, wie du an dem Morgen wirklich gesagt hast, es geht nicht, jetzt muss ich einen Plan haben. Das ist für mich so der Link zu, eigentlich schon nahe zum Aufhören, oder? Weil die Gefühle sich ja, wie du es so erlebt hast. Hast du das wieder einmal jetzt auch nachher erlebt, dass du sagst, hey, ich muss jetzt wirklich eins nach dem anderen, sonst schaffe ich das nicht? Nein, das ist das, was ich dort gelernt habe, eins nach dem anderen. Das habe ich spätestens dort gelernt. So extreme Situationen wie damals habe ich nur erlebt. Aber das ist außergewöhnlich gewesen. Ich habe so viel Druck gehabt, es hat sich alles aufgebaut, ich habe Angst gehabt, ich bin nur noch mit Angst drinnen gefahren. Das zehrt das so an der Substanz. Und dann der Druck von außen, der Druck, den ich mir selber mache, hey, ich kann Weltmeister werden, eine Abfahrt, Königsdisziplin. Und es hat sich alles kulminiert. Und am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, einfach BAM! Alles ist zusammengebrochen. Und das war nie mehr in dem Ausmaß gewesen. Aber natürlich gibt es so Tage, wo ich denke, fuck, warum? Nein, ja. Aber das habe ich gelernt. Eins nach dem anderen. Okay, schön. Mhm. Man sieht auch, dass du seitdem nicht nur am Mojito trinken bist. Du bist immer noch fit und siehst gut aus. Danke, danke. Ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken für den Speech. Danke dir. Vielmals.